Herzliche Grüße, lieber Wassermann. Nun habe ich für dich das Jahreshoroskop 2017. Ja, lieber Wassermann, dein Spruch des Jahres lautet: Für dich heißt es, Visionen in das reale Leben umzusetzen, den Zugang zu höheren Welten weiter zu öffnen und neue Freundschaftsbande zu knüpfen. Die Götter stehen dir ganz nah. Ja, für den Wassermann ist es ja meistens nicht so schwer, irgendwelche Visionen zu entwickeln. Er hat allerdings immer so das Thema, dass er das dann auch wirklich auf die Erde holen kann, denn in Luftschlössern lebt sich das natürlich auch ganz gut, ne? So, ein interessantes Jahr dürfte jetzt hinter dir liegen, lieber Wassermann. In dem nun folgenden Sonnenjahr 2017 hat der Kosmos auch noch so einiges für dich vorbereitet. Du bekommst allerhand Sternenunterstützung. Die vielen Veränderungsaspekte des kommenden Jahres hast du fast alle zu deiner Sonne im positiven Aspekt stehen. Na, was möchte man denn mehr, ne? Damit zählst du auch im kommenden Jahr wirklich zu den Gewinnern. Allerdings trifft das Sprichwort ja auch immer zu hier. Sterne zwingen nicht, Sterne machen ja nur geneigt. Und diese eingangs erwähnten Luftschlösser, die da eine Rolle spielen, die müssen natürlich jetzt auch heruntergeholt werden und in Realität umgesetzt werden. Du kannst deine ganzen Wassermenschenqualitäten in diesem Jahr erblühen lassen. Wir leben ja auch im Wassermannzeitalter, also sind diese Qualitäten hier ganz besonders gefragt. Damit bist du natürlich für das kommende Jahr auch eine große Bereicherung für die Mitmenschen. Du hast Uranus, unseren Revolutionär aus dem Widder zur Verfügung. Alles Neue zieht dich natürlich auch hier mächtig in den Bann. Neue Menschen, neue Gruppenaktivitäten, neue Projekte sind unglaublich interessant für dich. Dir steht auch Saturn, unser Hüter und Begrenzer, sehr stabil zur Seite. Und du bekommst auch noch Glücksimpulse von Jupiter, unserem Glücksplaneten, aus der Waage geschenkt bis zum Oktober. Ja, wenn das keine Möglichkeiten bereithält, was dann? Ja, jetzt schaue ich einfach mal für dich etwas genauer hin, wie sich denn diese Aspekte auch auf die Dekaden so verteilen. In diesem Jahr dürfen sich die Geburtstage vom 5.2. bis zum 14.2. über inspirierende, überraschende, erfreuliche Impulse von Uranus freuen. Die Geburtstage vom 6.2. bis zum 16.2. können zusätzlich noch mit glücklichen Erfahrungen und echter kosmischer Hilfe rechnen. Viel ist natürlich damit auch möglich. Gute Geschäfte, herzliche Begegnungen und wunderbare neue Freundschaften. Dein kosmischer Durchblick kann sich wirklich hier um ein Vielfaches erweitern. Auch technische neue Errungenschaften kann man nun Tür und Tor geöffnet bekommen, wo man selbst daran beteiligt ist. Die Geburtstage vom 8.2. bis zum 18.2. haben nun noch einmal zusätzlich den Saturn als Realitätsfaktor und Helfer im Boot. Er verschafft dir die Möglichkeit, wirklich Nägel mit Köpfen zu machen und unmöglich geglaubte Hoffnungen dann doch in die Tat umzusetzen. Vielleicht Ideen, die schon in der Schublade gelegen haben, einige Jahre, die kann man wieder rausholen, jetzt sind sie machbar. Besonders die Geburtstage vom 8.2. bis zum 14.2. haben alle förderlichen Helfer beisammen. Jetzt muss es aber nur noch losgehen. Ab Mai bekommt dann die dritte Dekade der Wassermänner auch noch den Schicksalsanzeiger Mondknoten in einer aufregenden Spannung aus dem Löwen geliefert. Hier kommt es zu schicksalhaften Begegnungen. Es geht um Selbstbestimmung und um Eigenverantwortung, Zugehörigkeit. Das Ich Bin. Wer am 4.2. Geburtstag hat, bekommt in diesem Jahr sehr starke emotionale Impulse von der Mondfinsternis aus dem Gegenzeichen Löwe. Finsternisse tragen ja immer Ereignischarakter. Wer da jetzt genauere Informationen zu seiner ganz persönlichen Situation haben möchte, der kann das natürlich ganz einfach bei mir unter www.bärbel-freud.com/kostenlose-beratung/erfahren. So, lieber Wassermann, jetzt habe ich für dich die Zeiten der Liebe mit der Venus für das Jahr 2017.
Es geht los für dich ab dem 3.2., wenn Venus in das Zeichen Widder einwandert, bis zum 2.4. In diesem Zeitraum ab dem 4.3. wird Venus allerdings in deinem Zeichen rückläufig. Nein, nicht in deinem Zeichen, sondern im aspektierten Zeichen. Das heißt, hier können alle Liebesgeschichten noch einmal ein bisschen durcheinander gewürfelt werden. Das heißt, also alte Liebe kann noch mal aufkreuzen. Wenn man sich trennen möchte oder in Trennungsphase ist, dann hat man das Gefühl, man kommt nicht wirklich los voneinander, weil irgendetwas noch nicht wirklich bereinigt ist. Vom 28.04. bis zum 5.06. ist dann wieder Liebespower mit direktläufiger Venus angesagt. Vom 5.07. bis zum 31.07. ist die Liebe weiter sehr beschwingt mit leichter Zwillingsenergie. Vom 26.08. bis zum 19.09. ist sie ganz glanzvoll und sehr prickelnd aus dem Gegenzeichen Löwe. Tja, da kann man natürlich dann auch wieder sehr starke Liebesimpulse bekommen. Vom 14.10. bis zum 7.11. ist harmonische Liebesgeflüster dann angesagt mit der Venus aus der Waage. Auch vom 1.12. bis zum Heiligen Abend ist wieder schöne Venusenergie aus dem Schützen für den Wassermann im Gepäck. Da kann das Fest nochmal richtig üppig und fröhlich und von göttlichen Einsichten getragen sein. Humanitäre Anlagen haben, Angelegenheiten haben dann natürlich auch großes Gewicht. Das passt auch sehr zu dem sozialen Wassermann. So, jetzt habe ich für dich auch noch die kraftvollen Zeiten mit Mars, also Energiezeiten im Jahr 2017. Einen Power-Mars bekommst du, lieber Wassermann, bereits ab dem 28.01. aus dem Zeichen Widder geliefert bis zum 10. März. In dieser Zeit ist auch etwas Vorsicht geboten bei geplanten Aktivitäten. Es kann eine sehr explosive Zeit sein. Es ist allgemein eine auch recht kämpferische Phase. Das kann man hier auch mal nachlesen in meinem kürzlich wieder geschriebenen Jahrbuch der Wochenhoroskope 2017. Ja, dann hast du weiter ab dem 22.04. bis zum 4.06.2017 Zeiten der Energie, dann nochmal vom 20.07. bis zum 5.09., dann vom 23.10. bis zum 8.12. mit Waage-Energie. Hier wird der Mars zum Beispiel auch sehr charmant. So, lieber Wassermann, dir steht natürlich ein hochinteressantes Jahr bevor. Vielleicht lohnt es sich ja für dich auch mal, mit den Sternen zu planen. An der Stelle möchte ich natürlich gleich nochmal darauf hinweisen, dass ich ja das Jahrbuch der Wochenhoroskope 2017 geschrieben habe, wo man natürlich sehr interessante Informationen bekommen kann, wie sich da eine bestimmte Sternenkonstellation für welche Sachen besonders günstig sind. Dieses Buch ist ganz einfach abrufbar unter meinem Webseite www.barbie-reu.com. Wenn man da ein Stück runter scrollt auf der Seite unter dem Video, kommt man auf den Button Digistore 24 und wenn man da draufklickt, bist du sofort an der Basis, um an das Buch zu kommen. Es ist natürlich eine wunderbare Möglichkeit, mit den Sternen zu planen und auch mal seine eigenen Planetenpositionen ins Verhältnis zu setzen mit den gesellschaftlichen Entwicklungen, die jetzt gerade ja auch nicht ganz uninteressant sind. Wo steht man denn selber in diesem ganzen Sternentheater? So, dieses Buch ist eine Investition von 27 € und ist natürlich ein wunderbares Handwerkszeug für das Jahr 2017. Schau einfach mal rein, ich würde mich freuen, von dir zu hören oder auch zu lesen. Ich möchte an der Stelle jetzt natürlich das Jahreshoroskop, deine Vorschau, lieber Wassermann, beenden und ich wünsche dir einen tollen Start und tolle Erfolge für das Sonnejahr 2017. Wie immer sind die persönlichen Horoskope per E-Mail, per Telefon oder auch auf meiner Webseite anzufordern. Die Kontaktdaten sind ganz einfach hier unten auf der linken Seite zu finden und auch nochmal der Beratungslink www.barbie-reu.com/kostenlose-beratung/. Ich freue mich nun über dein Feedback, über
Anfragen, natürlich auch über Kommentare auf meiner Webseite oder in den sozialen Netzwerken, wo ich ja auch regelmäßig vertreten bin. Ich wünsche dir nun alles, alles Liebe für das kommende Jahr. Herzliche Grüße von mir, Bärbel Roy, deiner Astrologin. Tschüss, macht's gut.